die Herbstzeit beginnt. Aber es muss nicht mehr so stürmisch sein und der Regen muss aufhören. Also ich möchte noch ein paar schöne Herbsttage genießen, wo man durch das bunte Laub wandert und die Farben des Herbstes genießen kann. Passend zum Herbst habe ich jetzt einen Kranz gebastelt. Ich habe schöne dicke Eicheln gefunden. Die habe ich um den gewickelten Kranz geklebt. Schaut mal, wie ich das gemacht habe. Das zeige ich euch im Video. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Heute basteln wir einen schönen Herbstkranz. Ich habe hier einen Styroporring mit einem Durchmesser von 14,5 cm. Der ist von beiden Seiten rundlich abgeflacht. So, und den möchte ich bekleben mit einem Band. Hier habe ich noch so einen Rest von einem orangefarbenen Geschenkband. Das hat einen Durchmesser von 1,5 cm. Mit diesem Band umwickel ich den Kranz. Das ist auch das erste Materialbild. Jetzt, wenn ich gleich weiter bastel, entscheide ich mal erst kurzfristig, was ich nehme und zeige euch gleich, was ich für Material verwendet habe. Orange habe ich gewählt, weil egal, was ich aufklebe, es kann ruhig was Oranges durchblinken oder durchleuchten, weil Orange ist eine Farbe, die wunderbar wie auch die Kürbisse zum Herbst passt. So sieht der Kranz umwickelt aus. So, ich habe hier jetzt als nächstes mal Eicheln, aber das sind ganz besondere Eicheln, also die gibt es so im Wald normal nicht so in dieser Größe, aber wenn man mal durch die Städte geht oder durch Siedlungen, manchmal stehen da Eichenbäume, die haben wirklich so schöne, dicke Eicheln. Die finde ich ganz schön. Diese habe ich im letzten Jahr schon gesucht, die sind getrocknet, die kann man gut verwenden. Ist nichts aufgeplatzt, doch hier so ein bisschen, aber da passiert so nichts mehr mit. Die werde ich jetzt um meinen Kranz kleben und dann werde ich die Lücken, da muss ich jetzt noch welche von suchen, Erlenzapfen gibt es in der Natur ganz viele. Da müsst ihr mal ein bisschen spazieren gehen und gucken, wo ihr welche findet. Die kann man so abtrennen als Busch, hätte ich bald gesagt, oder wo mehr an Zweig, wo mehrere dran sitzen. Da muss ich gleich noch meinen Spaziergang machen. So, als nächstes klebe ich jetzt die Eicheln hier so fest. Den Kranz lege ich einfach hier so hin, nur damit ihr euch das vorstellen könnt. Ich habe hier ein Blatt drunter gelegt, falls mal der Klebstoff ein bisschen runtertropfen sollte. Ansonsten drücke ich die jetzt nach und nach rundherum an diesen Kranz. So, das geht ganz einfach und die halten auch ganz gut an diesem Band. So. Und ich stelle mir vor, dass ich hier noch ein bisschen Kontrast zu dem orangen Band brauche. Da werde ich mir nachher, wie gesagt, die Erlenzapfen suchen und die jeweils immer zwischen diese Lücken kleben. Aber zunächst klebe ich mal erst die ganzen Eicheln an. Die Eicheln habe ich jetzt rundherum geklebt. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Allerdings fehlt hier auch noch was. Ich wollte ja eigentlich Erlenzapfen rein packen hier in die Löcher, in die Zwischenräume, aber die kommen gar nicht so zur Geltung. Also habe ich das gestrichen, dann habe ich probiert, wie sieht es aus, wenn ich weiße Perlen in die Zwischenräume stecke oder silberne Perlen. Habe ich gedacht, ja, sieht eigentlich beides ganz gut aus, aber es gibt vielleicht noch andere Alternativen. Dann habe ich rote Perlen gesucht. Tja, die kommen auch hier nicht so zur Geltung, weil der Kontrast nicht so da ist. Und dann habe ich gedacht, dann probierst du doch mal aus, wenn du eine Silberkette da drum legst. Und ich finde, das ist die passende Lösung dafür. Also werde ich jetzt um den ganzen Kranz noch eine Silberkette, also eine Perlengirlande, kleben. So, ich klebe jetzt hier auf die einzelnen Eicheln hier noch so ein bisschen Klebstoff. Und dann lege ich so die Kette darum herum. Das mache ich jetzt so vollständig. So ist mein Kranz nun fertig. Der gefällt mir sehr gut. Man kann eine Kerze mittig reinstellen. Ich kann ein Band daran befestigen und als Herbstkranz das Ganze aufhängen.
Also schaut mal, was ihr da so mit machen wollt. So, jetzt zum Schluss binde ich hier noch ein Geschenkband, ein dünnes drum, dass ich den Kranz nachher aufhängen kann. So, das hat die gleiche Farbe, das habe ich da drum gewickelt und hier verknotet. Dann binde ich das hier oben nochmal zusammen. So, und dann kann ich das wunderbar, kann ich den Kranz aufhängen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. In meinen Playlists gibt es noch viele, viele Dinge, die zum Herbst passen. Das letzte Video war ein Aufstell-Igel. Den kann man wunderschön auf den Tisch stellen mit Servietten drin oder auch einer Herbstblume. Also schaut mal, ihr findet Eulen, Kränze, Kugeln, alles was zum Herbst passt. Irgendwas ist bestimmt dabei, was euch gefällt. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, wie das immer so ist. Ich würde sagen, bis dann.